Schmerzliche Erfahrung mussten in den letzten Wochen auch die Eishockey-Cracks des MRC machen. 5 Heimniederlagen mussten sie schon einstecken und der momentane 8. Tabelleplatz, der sichert ihnen gerade mal so die Runde der letzten 8, nämlich die Playoff-Runde. Im Vorstand des Bundesligisten hat man darauf reagiert. Seit heute trainiert ein kanadischer Mittelstürmer im Eisstadion am Friedrichspark. Das ist er, der neue MRC-Star-Mittelstürmer Ron Duguay. Der 32-Jährige kann auf eine erfolgreiche Bilanz in der besten Eishockey-Liga der Welt, der National Hockey League, zurückblicken. Insgesamt 864 Spiele hat der 1,87 Meter große und 95 Kilogramm schwere Center schon auf dem Buckel. Dabei erzielte er 274 Tore und bediente mit 346 Beihilfen seine Mitspieler. Zuletzt keinen geringeren als Superstar Wayne Gretzky bei den Los Angeles Kings. Der agile Mittelstürmer soll den MRC vom 8. Tabellenplatz wieder auf einen der lukrativen ersten 4 Playoff-Plätze nach vorne schießen. Ron Duguay für Craig Nienhaus. Der MRC lässt nichts unversucht, vom 8. Tabellenplatz wegzukommen. Ja, es ist unsere Aufgabe, da wegzukommen. Das wollen wir versuchen. Der Ron Duguay ist seit heute hier, das heißt seit gestern Abend. Ich persönlich habe im Moment einen guten Eindruck von ihm. Was daraus jetzt auf dem Eis wird, das muss der Trainer entscheiden. Das muss die Mannschaft sehen, ob er reinpasst. Das werden wir in den nächsten 3-4 Tagen wahrscheinlich genau sehen. Was werfen Sie denn dem Craig Nienhaus vor? Ich persönlich werfe dem Craig Nienhaus überhaupt nichts vor. Er ist für mich nach wie vor ein Mensch, den ich sehr mag, zum einen. Aber ich glaube, das Problem liegt eben auf dem Eis. Ich glaube, er kommt auf dem Eis mit dem Rest der Mannschaft nicht so zurecht, was das Spielerische betrifft, wie wir das im Moment brauchen. Ich meine, nach dem Weggang von Dave Silk brauchen wir irgendwo jemanden, der von der Mitte heraus ein bisschen verteilen kann, Pässe spielen kann. Das konnte er in der Form nicht. Und ich glaube, irgendwo die Harmonie zwischen ihm und der Mannschaft, aber nur jetzt beim Spielen, meine ich, das hat wahrscheinlich im Moment nicht ganz so hingehauen. Das Urteil von MRC-Trainer Klaas-Göran Wallin über Ron Duguay fiel bereits nach dem ersten Training recht positiv aus. Der schwedische Coach hat sehr schnell die Qualitäten des Kanadiers erkannt. Ich kenne ihn seit früher, habe ihn live gesehen und ich weiß, er ist ein sehr gut Arbeiter, sehr gut Schlittschuhlaufer. Und er ist auch die typische Kanadier, er geht den kurzen Weg vom Tor. Und ich glaube, das ist es sehr gut für uns, etwas neues Blut in die Mannschaft jetzt zu bringen. Und wir spielen ja ganz gut im Spiel, aber manchmal sehr kompliziert. Und ich hoffe, dass er jetzt bringt den kurzen Weg nach Tor für uns. Ron Duguay zeigte sich von seinem neuen Team recht beeindruckt. Er kennt Paul Messier und spielt in New York an der Seite von Dave Silk. Sein erstes MRC-Training verlief allerdings nicht ganz problemlos. Oh, ich gewöhne mich gerade an das Eis. Es ist zwar sehr gut, hart und schnell. Die Eisfläche ist viel größer als in den USA. Man benötigt eine viel bessere Kondition. Eine weitere erfreuliche Meldung aus dem MRC-Lager. Torhüter Beppo Schlickenrieder ist nach seinem Fingerbruch wieder einsatzbereit. Die Mannheimer scheinen also für das Spiel am Sonntag in Berlin gerüstet. Ob Trainer Wallin Craig Nienhaus am Sonntag in Berlin noch einsetzen kann, das weiß er noch nicht so genau. Der Kanadier weilte bis heute Nachmittag in der Schweiz bei einem Probetraining. Und rein gefühlsmäßig würde ich sagen, dass der Craig in Berlin nicht mehr spielt. Den neuen Mann übrigens, der kann frühestens am kommenden Freitag im Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht eingesetzt werden.